Hallo, ich bin Julius Fröhlich von Deutschland. Ich wohne in der Nähe von Frankfurt und ich studiere hier auf der HZ. Ich habe mich dazu entschlossen, im Ausland zu studieren, weil ich in Englisch studieren wollte und nicht in Deutsch. Und Holland war dafür die bestmögliche Option. Ich studiere Wassermanagement. Das ist ein Studiengang, in dem man viel mit Biologie, Chemie und ja, mehr oder weniger natürlichen Ressourcen studiert. Interessantesten Fächer für mich sind aquatische Ökotechnologie und Biologie. Ich finde es cool hier in Holland. Mir gefällt es hier sehr. Ich mag das kleine Städtchen Vlissingen sehr. Holland an sich ist auch ein super Land. Mir gefällt die Nähe zum Wasser sehr. Vlissingen liegt direkt am Meer. Und im Sommer ist hier super Wetter und die Nähe zum Strand macht die Freizeit wirklich zu einem Erlebnis. Wenn du in Deutschland lebst und du hast dann noch Familie und du willst relativ oft zurück, dann würde ich dir raten, so eine Art Bahncard zu kaufen, wenn du kein Auto hast, weil damit kannst du 25% günstiger bis zur Grenze fahren und von da aus dann weiter zu deinem Heimatort oder so. Das ist auf jeden Fall die beste Möglichkeit, wenn du länger hier studierst, in Holland zu verreisen. Und ansonsten würde ich sagen, komm einfach hierher, guck's dir auf einem Tag der offenen Tür an und ja, man lernt hier ganz viele Nationalitäten kennen und kommt super schnell mit den Leuten in Kontakt und lernt auch ganz viel dabei. Okay, thank you very much. You're welcome.